Lisa Berterer, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du bist einer von zwei Fixqualifizierten für die Olympischen Spiele in Tokio. Jetzt leider nicht mehr 2020, sondern 2021. Wie hast du heute davon erfahren? Ja, hallo erstmal. Ja, also ich habe vor ein paar Stunden erfahren, dass es jetzt ein Jahr verschoben wird. Ich meine, ich habe mich in den letzten 3, 4 Wochen schon viel damit beschäftigt, dass es vielleicht dazu kommen wird. Und also ich sage immer, Gesundheit geht vor und ich glaube, das war auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Ja, ich sage, man kann es als Chance sehen oder wie auch immer. Also ich glaube, ich war jetzt ziemlich in Form. Habe ich eigentlich schon gezeigt, mit dem Duathlon. Es war jetzt nur mit dem Duathlon, aber ich sage, ich glaube, ich habe schon bewiesen, dass ich, glaub, in Form bin und dass die Richtung stimmt. Ja, aber ich sage, ich weiß jetzt, an, wie gesund und fit ich im Winter komme und ich glaube, ich habe da noch einiges auch noch zu verbessern und ich sehe das als Chance, dass ich einfach noch ein Jahr länger Zeit habe und dann 2021 angreifen kann, richtig, ja. Wie hast du die letzten Wochen trainiert? Bei euch, das Schwimmbad in Klagenfurt war ja eines der ersten, das zugesperrt hat. Wie ist damit umgegangen? Auch wo das in Klagenfurt das Becken zugesperrt hat, war ich noch in Portugal auf Trainingslager. Da habe ich noch wenig mitgekriegt, weil da war Corona dort kein Thema eigentlich, muss ich sagen. Okay. Und in der Nacht, bevor ich wegfliegen wollte, um 3 davor eine SMS gekriegt, dass morgen alle Flüge nach Amerika irgendwie gestrichen werden und dachte, okay, was geht da jetzt ab? Und dann bin ich gleich davor vom Laptop gegangen, habe alles gecheckt, alles umgebucht und habe gesagt, okay, ich kann jetzt, ich hätte einer letzten Flüge nach Amerika gehabt, nach Florida. Natürlich habe da Familie und alles besprochen, mit Verband, was ich jetzt machen soll und haben uns dazu entschlossen, dass ich halt heimfliege. Was gleich eine sehr gute Entscheidung war. Absolut, ja. Ja, sicher so. Und ja, also die Becken sind alle ausgelassen bei uns, ist nirgends Wasser. Wir dürfen nach wie vor alleine oder mit der Familie Radfahren gehen und laufen. Und ja, es gibt natürlich viel Alternativprogramme für Schwimmen. Und Was ist so dein Favorit beim Schwimmen als Alternativprogramm, dass du dich fit hältst? ja, ich sage, die ganzen Theraband-Übungen, Zugseilübungen. Und ich meine, ich habe mal eine Zugmaschine bestellt, eine richtige. Aber auf der Bord ist schon 2 Wochen, also sieht man, dass die ankommt. Okay. Ja, aber wir sind überall vorbereitet. Also, wir haben uns selber da jetzt eine Bank gebaut, wo ich mich auflegen kann, dass ich gescheit ziehen kann. Und ja, ein bisschen mehr Krafttraining habe ich jetzt in meinen Trainingsplan eingebaut, was ich vorher nicht so gemacht habe. Schauen wir, vielleicht ist es nicht einmal so schlecht für mich. Wie gehst du jetzt weiter? Dann pausierst du jetzt einmal kurz, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch keine Planungssicherheit, wann es wieder irgendwann losgehen wird. Na, also überhaupt nicht. Ja, ich sag, ich bin auch jetzt noch immer motiviert zum Trainieren. Ich trainiere einfach gern und ich sage, jetzt steht einfach Grundlage am Plan. Das ganze Basic Training, was normal im November ansteht, das machen wir jetzt dann wieder. Und sobald wir wissen, wie der Rennen irgendwie stattfinden werden, wird einfach die Intensität wieder ein bisschen herumgeschraubt. Und ich glaube, man darf generell her nicht zu viel machen, damit man sich für nächstes Jahr einfach viel motivierter ins nächste Jahr geht und ja, ein bisschen eine Reserve auf Sport. Ich glaube, vom Internationalen Triathlonverband gibt es auch noch keine neuen Normen, Richtlinien, Verlängerungen von Olympiazeitraum. Das ist alles noch zu früh, oder? Na, also ich habe noch gar nichts gehört. Also, ich werde nur eine SMS bekommen, dass abgesagt ist, aber ich habe es eh schon gelesen gehabt davor, sagen wir mal. Ja, also ich hoffe halt, dass. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, dass vielleicht einmal Sachen eingefroren werden, so wie es jetzt ist, der Olympia-Status, also in der Olympia-Ranking und dass dann Rennen nachgeholt werden. Aber ich weiß noch gar nichts und ich hoffe, dass mein Startplatz noch fix sein wird. Also, Das hoffen wir auch, von dem gehen wir alle aus. ja. Deine Form bei der Duathlon-Weltmeisterschaft ist schon unter Beweis gestellt. Wie war der Ausflug für dich zu den Duathleten? Ja, ich sage Europameisterschaft, nicht Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. ja. Aber ja, ich sage einmal, es war irgendwie 5 Tage davor entschlossen, dass ich dort starte, weil mit der Trainingsgruppe, der ich dort trainiert habe, da hat der Kanadier, mein Freund, teilgenommen und dann haben wir gesagt, so, ja, machen wir das halt.
Und weil ich einfach sehen wollte, wie ich vorn bin, weil ich hätte da irgendein Laufrennen gemacht oder irgendwas, aber es war einfach nichts zu dem Zeitpunkt. Und okay, passt, ich fahre wieder zurück, war eh super zum Trainieren. Und dass ich das gewinne, hätte ich mir jetzt, ich gedacht, vielleicht kann ich ganz vorne irgendwie finishen, aber dass es mir so gut geht, ja, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Also es war von Anfang an, also beim Laufen, ich war also da Kontrolle gehabt, sogar schon vom Laufen, beim Radfahren und beim letzten Lauf, es war alles sehr kontrolliert und taktisch eigentlich. Man hat es beim zweiten Lauf dann auch gemerkt, du hast dich zum Schluss doch regelmäßig umgedreht, hast noch Reserven gehabt, aber das, falls sie noch zu herangekommen wäre. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich habe da schon eigentlich mit Reserven gelaufen, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt nicht alles geben und vielleicht irgendeine Verletzung vielleicht sogar riskieren, was ich gar nicht muss und wenn ich es eh gewinnen kann. Und deswegen habe ich das umgedreht und gesagt, ah, das ist eigentlich eine sichere Sache und das kann ich eigentlich gewinnen, ja. Also da beim Radfahren eher Gas geben zuerst, dass ich einen Vorsprung rausholen, weil wie bekannt ist die zweite. Ein zweiter war ich ja bei den Spielen 2016 dabei, im Laufen 5 und 10 Kilometer, also ich wusste, die kann schon einiges. Und ja, aber ich bin happy, also muss ich echt sagen. Und Absolut, ich glaube, das kann man stolz sein auf diese Saison. Wenn sie denn beginnt einmal, kann man aufbauen. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir viel Gesundheit nach wie vor und eine gute Grundlagentrainingsphase. ja, danke schön.